Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Unboxing. Wir sind wieder da und ihr habt es anhand des Titels wahrscheinlich schon gesehen. Es ist endlich wieder Loot Store Time. Jawohl, ich freue mich. Die neue Box ist da. Ja, der gute Andreas hat mal wieder was rübergehauen. Ja, und natürlich, wie immer am Anfang des Videos, die Information. Wenn ihr Funko Pops oder andere Actionfiguren oder irgendwelche anderen Sammelfiguren sammelt, aktiv, dann schaut auf jeden Fall mal beim guten Andreas im Loot Store vorbei. Denn der hat nicht nur richtig gute Preise, sondern ist vor allem auch ziemlich aktuell, was die Vorbestellung angeht. Das heißt, Sachen, die jetzt heute irgendwie angekündigt werden, in 3 Monaten dabei erst rauskommen, kann man bei Loot Store tatsächlich schon bestellen. Jawohl. Und sie liefern super schnell. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Ne? Einfach mal vorbeischauen. Lootstore.de ist die Adresse für Funko Pops. So, jetzt aber genug der Werbung. Lass uns mal reingucken. Es ist wie immer eine Mystery Box. Ich weiß nicht, was mich tatsächlich erwartet. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich freue mich. Das ist schon mal, das ist adäquat. So, pass auf, ich mache einfach mal, was ist das denn, Alter? Das ist ein Mega-Size-Pop. Oh mein Gott, was ist das? Das ist Godzilla, Alter. Wuhu! Sehr geil. Boah, und Glow in the Dark, ja, und Underground Toys Exclusive. Ist natürlich mittlerweile nicht mehr Underground Toys Exclusive, aber er war es mal. Ich mache mal die Box gerade hier runter, dass wir uns den Okolyten hier mal angucken können. Richtig nice. Warte mal ganz kurz, ich muss kurz schauen, habe ich die Kamera, den Zoom, ne? Ist der richtig so, wie er ist? Jetzt ist er richtig so. Siehst du, dachte ich mir doch. Das sah doch nämlich so komisch aus. So. So ist gut. Wie gesagt, also hier haben wir einen Godzilla 6 Zoll Pop. Ja, das sind diese ganz, ganz großen. Hammergeil. Hammergeiles Teil. Ja, an der Seite seht ihr ihn mal. Ja, bitteschön. Ich kann ihn auch gerne mal versuchen rauszuholen. Da gab es ja letztens eine Beschwerde in den Kommentaren. Hör, du bist zu faul, ihn mal rauszuholen. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Ich hole die extra nicht raus, weil die sonst an Wert verlieren. Jawohl, wenn man sie aufmacht. Er ist jetzt zugeklebt. Ich mache ihn mal auf. Ich werde ihn sowieso nicht irgendwie verkaufen oder sowas. Von daher ist es eh egal. Aber ich lasse sowas dann doch immer ganz gerne boxt. Ja, ist einfach so. Ich hatte die Funko Pops, die ersten, die ich hatte, die habe ich tatsächlich immer ausgepackt und habe die Verpackung weggeschmissen. Mittlerweile könnte ich mir dafür doch ein bisschen in den Poppes beißen. Aber nur für euch hole ich das gute Stück jetzt mal raus. Boah, ist cool. Boah, ist der nice. Der ist richtig geil. Guck mal. Hier. Bitteschön, Godzilla. Ja. Da haben wir ihn auch von hinten mal schön, richtig schön blau hinten, ja. Und ich denke mal, Glow in the Dark ist allerdings nur, diese Dings hinten. Ich glaube, die muss man erst irgendwie aufladen oder was war da, ne? Warte, ich mach mal ganz kurz. Ja, also die Dinger, die Sachen, die halt eben glowen sollen, in anderen Abführung, die muss man natürlich erst aufladen, ja, hinten drauf. Jetzt nicht mit dem Stecker oder sowas, sondern einfach ein bisschen im Licht oder sowas. Und dann, wird das was. Das Handy klingelt gleich wieder da. Oh, da bin ich auch schon wieder zurück. Also wie gesagt, vor dem Gebrauch, beziehungsweise bevor die Dinger hier glowen, muss man sie erst aufladen. Aber hier, guck mal, ist der nicht, der ist ein wunderschöner Kerl, oder? Wunderbar, wunderbar. Okay, ich packe den mal ganz kurz hier wieder rein. Kriege ich den jetzt so easy peasy reingeschloppt? Okay, das mache ich gleich. Das mache ich gleich mit ruhiger Hand. Ich stelle den mal nach da unten. Und jetzt haben wir hier in der Box noch eine Box. Jetzt wird es interessant. Bin ich mal sehr gespannt. Was haben wir denn hier? Was ist das? Oh, ich sehe schon tolle Dinge. Ich sehe schon sehr schöne Dinge. Ich hole erstmal das hier raus. Und dazu muss ich tatsächlich sagen, wird es wahrscheinlich nochmal ein eigenes Video geben. Denn hierbei handelt es sich um etwas Neues. Ja, eine neue Produktlinie sozusagen im Hause Funko Pop. Nicht im Hause Funko Pop, sondern im Hause Lootstore.de. Die vertreiben nämlich jetzt auch diese Dinger hier. Und was ist das genau? Er hatte das schon gesagt gehabt. Instant Hole, no glue or solder needed. Okay, okay, okay. Vertrieb in Deutschland. In Rastede, ach was. Schöne Grüße an den guten Dennis an dieser Stelle. Ja, an meinen Zockerkumpan und guten Freund. Der wohnt nämlich in Rastede tatsächlich. Das ist ja der Hammer. Da kommt das her. Krass. Hier, bitteschön. Marvel The Avengers. Und es handelt sich hierbei um Thor's Hammer. Und das sind diese Dinger, die man selbst zusammenbasteln muss. Und das würde ich gerne entweder in einem Stream vielleicht mal selber machen oder dann halt eben nochmal ein extra Video zu tatsächlich. Das machen wir auf jeden Fall mal. Ne? So sehen die Dinger aus. Wie gesagt, die sind jetzt neu im Loot Store. Da kann man sich die kaufen.
Ich finde die an sich ganz cool. Die waren auch schon mal in irgendeiner Lootbox, hatte ich sowas auch schon mal drin gehabt. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht mehr, von was das war. Wie gesagt, werden wir uns auf jeden Fall mal irgendwie angucken. Entweder ein extra Video oder halt im Stream zusammengebaut. Dann werdet ihr es aber auch als Video sehen. Finde ich cool. Finde ich lustig, die Dinger. Sieht auch irgendwie cool aus. Und man braucht keinen Klebstoff. Bin ich mal sehr gespannt. So. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil dieser Box, den wir ja gerade mit dem Godzilla schon fast abgearbeitet hatten. Aber es geht noch weiter. Und zwar, ihr wisst ja, Dorps, ne? Dorps sind ja so ein bisschen, irgendwie sagen, verhasst. Nicht verhasst, aber man mag sie nicht so gerne in der Funko-Szene sozusagen. Zumindest dauert es ziemlich lange. So langsam werden sie akzeptiert. Aber es gab eine Zeit, da wurden die Dinger nicht wirklich so angesehen als coole Sachen oder als geile Sachen. Oder war jetzt kein Verkaufsschlag, aber jetzt habe ich es. Aber es gibt jetzt eine neue Reihe von Dorps. Und zwar, tada! Die Masters of the Universe Dorps. Und hier haben wir den Man at Arms. Ja, das ist der, ja, weiß ich nicht, Man at Arms halt. Ne? Also ganz ehrlich, wer Masters of the Universe nicht kennt und He-Man und die ganzen alten Geschichten, dem ist nicht mehr zu helfen. Ja? Also selbst ich, der jetzt, sag ich mal, nicht damit unbedingt aufgewachsen ist, aber der sie halt, ich kenne es trotzdem, ja, weil ich es halt trotzdem früher immer geguckt habe, weil zu der Zeit, wo ich sowas geguckt habe, lief das dann doch noch schon noch im Fernsehen. Das ist aber mittlerweile auch schon, da, also, wie lange ist das her? Bestimmt mittlerweile schon so 18, 19 Jahre ist das mittlerweile schon her. Aber Masters of the Universe muss man auf jeden Fall kennen. Ja? Kann man sich ja auch noch nachgucken, ist ja kein Ding. Aber es ist auf jeden Fall eine Bildungslücke, wenn man es nicht kennt. Ja, hier sehen wir nochmal Man at Arms, da haben wir ihn nochmal. Und hier an der Seite sehen wir noch die anderen, die es noch gibt. Gibt natürlich auch noch Skeleton, ne, und He-Man und Man-Man und Falcon. Und richtig geil, die She-Ra, die sieht richtig, richtig nice aus. Haben wir die da noch mit drin? Muss ich gleich mal gucken. Da haben wir es auf jeden Fall. Ne? Da sind die anderen Masters of the Universe Charaktere noch mit dabei. Die Figur sieht auch ziemlich nice aus. Ich mag den Schnäuzer. Ich find das super lustig. So, wen haben wir hier? Ah, Merman, jawohl. Bitteschön. Den haben wir natürlich auch drin. Sehr geil. Sehr, 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 sehr nice. Da werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich mir da nicht sogar noch die Reihe komplett kaufe. Das wären dann drei Stück, die da noch fehlen. Also He-Man hätte ich auf jeden Fall schon noch gerne. Und die She-Ra ist auch richtig nice. Wie gesagt, da haben wir noch den Merman. Ich habe immer Probleme, den auszusprechen, Mann. Merman. Da haben wir den Merman. Also Merman heißt eigentlich. Es heißt eigentlich Merman. Aber Merman hört sich immer so komisch an. Aber auch richtig nice auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Und zu guter Letzt, einen meiner Lieblingscharaktere, einfach weil ich ihn cool finde. Ja. Obwohl es eigentlich, naja, egal. Skeletor. Jawohl. Skeletor ist auch mit am Start. Und der sieht richtig geil aus, oder? Guck das mal an. Skeletor. Man. Wo bist du? Geil. Also ich muss sagen, Skeletor ist auch richtig cool gemacht, auf jeden Fall. Und ich finde dadurch, dass die Dorps hatten ja früher immer so ein komisches Babyface irgendwie, ne? Die sahen ja alle so ein bisschen aus wie der He-Man, die aussieht. Auf diesem Bild, also ne, hier oben. Und mittlerweile dadurch, dass es da viele verschiedene Figuren gibt und die nicht auch immer nur böse, nicht immer nur so aussehen müssen, finde ich die mittlerweile doch ziemlich geil. Also gerade auch, weil es jetzt eine Masters of the Universe Reihe gibt, finde ich das natürlich richtig fett, muss ich sagen. Coole Sache. Also werde ich mir auf jeden Fall schauen, dass ich die Serie noch komplettiere. Jetzt fange ich auch noch mit Dorps an. Oh mein Gott, das Regal platzt schon aus allen Nähten. Da wird es übrigens im März auch irgendwann mal ein Video zu geben. Da machen wir mal so ein Collection-Video. Da zeige ich euch mal alle Figuren, die ich mittlerweile von Funko Pop habe. Ich glaube, es sind mittlerweile schon so an die 50, sind es auf jeden Fall. Vielleicht auch sogar schon mehr. Vielleicht sind es auch schon 60. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine Menge mittlerweile. So, was haben wir hier? Oh, ein doppelter Artikel. Das ist aber nicht schlimm. Der war letztens erst in einer Lootbox gewesen. Ich weiß nicht mehr, in welcher es war. Es ist ein Keychain zu Stay Puft. Jawohl, zum Marshmallow Man von Ghostbusters. Oder war der sogar sogar vom Andreas gewesen? Hat der mir den nicht sogar schon mal eingepackt? Ich weiß es gar nicht. Ist aber nicht schlimm. Ne? Ihr wisst ja Bescheid, die Tobinator Mystery Box für alle Twitch-Bestandskunden. Nein, Quatsch, also für alle treuen Kunden auf Twitch wird es da bald was geben und da kann man sowas natürlich super gebrauchen, vor allem wenn es doppelt ist. So, okay. Jetzt sehe ich hier noch zwei Funko Pops. Und zwar, wen haben wir hier? Was? Oh, Alter, wie nice. Oh, das ist mega. Das ist mega. Wir haben hier einen R2-D2. Und ich habe ja im letzten Monat, also im Februar, hatte ich ja die Smuggler's Bounty vorgestellt gehabt. Da war ja dieser coole Tau Tau Ride drinnen mit
ne? Weißt du Bescheid, dieser komische Writer halt. Und hier ist jetzt wieder ein Star Wars Smuggler's Bounty Exclusive. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Smuggler's Bounty da damals drin war. Aber ich habe ja auch gesagt gehabt, diese Figuren kommen auf jeden Fall auch irgendwann auf den freien Markt. Die Frage ist halt immer nur, wann. Das Ding hier wird wahrscheinlich in irgendeiner letztjährigen Smuggler's Bounty drin gewesen sein. Hierbei handelt es sich um R2-D2 im Jabba's Skiff. Jawohl. Der sieht cool aus, oder? Den hole ich jetzt aber nicht raus. Ich lasse den da jetzt drin, ne? Ja, das ist nämlich ein Exclusive und da bin ich mal so ein bisschen, ich möchte die eigentlich nicht rausholen, weil sie halt dann, ja, ihr wisst ja, ne, man sieht ihn ja hier sehr gut an der Seite. Da haben wir es, gucke mal. Sehr geil. Ich weiß auch mittlerweile gar nicht, wie viele Star Wars Funko Pops ich habe. Es ist mittlerweile echt, echt krass. Aber dadurch, dass es halt ein Smuggler's Bounty Exclusive ist, richtig nice. Richtig, richtig nice. Natürlich wieder mit Standy, ja, wie alle Star Wars Funko Pops, hat auch dieser hier einen Standy. Cool, 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 cool. Was haben wir hier? Der letzte im Bunde. Es handelt sich hierbei um einen leicht gedamaged. Nein, das ist nur ein Boxfehler. Okay. Um ein offizielles PlayStation-Produkt. Und diesen Aufkleber, diesen großen Aufkleber, hätte man nicht besser platzieren können, oder? Ah, hammergeil. Es handelt sich hierbei um Sweet Tooth. Ja, aus dem PlayStation-Spiel Twisted Metal. Und der sieht auch geil aus, oder? Boah, ist der cool. So schön mit der Hochsteckfrisur, ne, als Feuer, das ist richtig nice. Dieser schöne Horrorclown. Ich muss sagen, ich habe Twisted Metal tatsächlich nie gespielt, aber der sieht schon richtig geil aus. Auch mit seiner Schwertsäge, die er da hat. Ich weiß jetzt nicht, was das genau ist, aber sieht schon richtig, richtig smooth aus. Und trotzdem, es handelt sich aber tatsächlich nur um einen einmaligen Artikel sozusagen. Aus der Twisted Metal Reihe gibt es, glaube ich, keine anderen, weil hinten drauf ist nämlich nichts und da steht auch nichts von, dass man die anderen auch alle collecten soll. Also denke ich jetzt einfach mal, da wird nichts mehr sein. Hier haben wir ihn nochmal. Der Clown aus Twisted Metal. Jawohl, Sweet Tooth. Er hat auch schöne Zähne, muss man sagen. So hässlich sind die Zähne gar nicht. Sehr cool. Also alles in allem wieder eine richtig coole Box. An dieser Stelle gefällt mir richtig, richtig gut. Vor allem der Godzilla ist natürlich auf jeden Fall ein Highlight. Aber auch Masters of the Universe ist geil. Die Dorps und natürlich der R2-D2 ist auch geil. Muss ich tatsächlich sagen. Also wieder mal eine richtig, richtig coole Auswahl vom guten Andreas. An dieser Stelle noch die Information, es gibt im Loot Store, gibt es neben nicht nur eben die ganzen Funko Pops, die ihr euch selbst aussuchen könnt, sondern da gibt es auch die sogenannten Mystery Boxen. Im Preis zwischen, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Dings ist, zwischen 50, ich sage jetzt einfach mal zwischen 50 und 100 Euro gibt es da drei oder vier verschiedene Boxenarten. Die könnt ihr euch auch kaufen und dann stellt euch der gute Andreas so ein Paket zusammen. Ja? Da sind dann irgendwie, ich glaube, vier Funko Pops, bei 90 Euro sind vier Funko Pops, so und so viel Dorps noch irgendwie und Schlüsselanhänger und irgendwie sowas noch dabei. Würde natürlich theoretisch gesehen auch gehen, könnt ihr machen, falls ihr euch, wie ich so oft, nicht entscheiden könnt, welche Funko Pops ihr gerne hättet. Ja, könnt ihr das natürlich auch auf jeden Fall gerne machen. So, liebe Freunde. An dieser Stelle noch die Information, es wird Ende März wahrscheinlich, gibt es ja die neuen Overwatch Funko Pops. Die habe ich mir, weil ich ein gestörter, kleiner Nerd bin, habe ich mir die natürlich allesamt gekauft, die ganze Reihe einfach mal. Das ist, ich weiß gar nicht, 150 Euro oder sowas, ich habe keine Ahnung. Die habe ich mir direkt vorbestellt und die wird es dann auf jeden Fall hier auch auf dem Channel geben, die ganzen neuen Funko Pops von Overwatch. Richtig, richtig nice auf jeden Fall. Und natürlich auch Ende des Monats wieder eine wunderbare Box von lootstore.de. So, liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise ein schönes Wochenende. Und wenn ihr möchtet, schaut auf lootstore.de vorbei und checkt einfach mal den Rest des Kanals aus. Wir haben viele tolle Videos im Moment. Jawohl. In diesem Sinne, bis dahin, auf Wiedersehen und haut rein.